Was ist mit jemandem, der sagt, wenn ich dieses oder jenes bekommen von Allah, dann werde ich dieses oder jedes praktizieren. Aber wenn man diesen dann daran erinnert, tun die also, ob sie ihn nicht wussten. Barakallahu. Barakallahu, diese Art von Gelübde, Gelübde heißt das, das war Nether, ist es bei manchen Gelehrten verboten und bei anderen Gelehrten ist das unerwünscht. Dass man sagt, oh Allah, ich verpflichte mich, wenn ich das und das bekomme, dann werde ich das und das tun. Und wenn sie das bekommen, dann machen sie, als ob sie das nicht gesagt haben. Dieser beginnt eine Sünde. Zweimal. Einmal, dass sie sich verpflichtet haben, was Allah ihnen nicht verpflichtet hat. Und die haben das mit einem Wenn gemacht. Das ist, oh Allah, gibst du mir, gebe ich dir. Und dann, sie haben doch was bekommen von Allah, trotzdem wollen sie das nicht machen. Deshalb, da muss man hier 10 Armen speisen oder 10 Armen bekleiden, Barakallahu fikum. Wenn man nicht kann, dann 3 Tage fasten.